Liebe Kulturbeutel draußen an den Geräten, die EU hat ein Problem mit ihrer Kultur. Ihr größter Konstruktionsfehler ist gar nicht, dass sie sich ausschließlich auf Wirtschaftsvorgänge fixiert, sondern dass sie offenbar ein völlig falsches Bild von den ökonomischen Strukturen in ihrem eigenen Laden hat. Die Europäische Kommission besitzt bekanntlich diese entzückend abstoßende Angewohnheit, alles, was sie nur erblickt oder berührt, instantan in eine Ware zu verwandeln. Das ist primitiv, fantasielos und beklagenswert, aber es ist eben so. Wir wollen Frau von der Leyen diese Sache mit der Kultur daher mal in der einzigen Sprache erklären, zu der sie ein Verhältnis hat. Der europäische Kultursektor hat im vergangenen Jahr Einbußen von 200 Milliarden Euro verzeichnet. Die darstellenden Künste haben 90% verloren, die Musik 76%, die Literatur 25, der Dichter Thomas Xeller rund 1200% nach eigenen Angaben. Der Umsatzeinbruch der gesamten Branche beläuft sich auf 31%. Das ist irre, so etwas gab es noch nie. Die einzigen Krisengewinner sind Jeff Bezos und natürlich die korrupten Maskenhändler von der CDU. Von allen Wirtschaftszweigen wurde die Kultur am heftigsten von der Krise getroffen. Weit heftiger als die Jammerlappen aus Tourismus und Luftfahrt oder die Schmierlaps vom Automobil. Aber während Staaten und Europäische Union diesen Industrien durchgehend massive Stützungsgelder in Milliardenhöhe ausschütten, zählt die Kultur noch immer zu den Branchen, die am wenigsten von staatlichen Beihilfen und EU-Förderungen profitieren. Das ist nicht nur aus menschlicher, sozialer, ästhetischer, intellektueller, bildungspolitischer und glücksökonomischer Sicht brutal balla balla, sondern auch aus wirtschaftlicher. Nach einer Schätzung von Ernst & Young beträgt der Beitrag des Kulturbereichs zum europäischen Bruttoinlandsprodukt stabile 4,4%. Das liegt immerhin fast so nah an der 5%-Hürde wie die SPD. EU-weit arbeiten mehr als 7,6 Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, nachdem der Sektor in 7 Jahren mehr als 700.000 Arbeitsplätze geschaffen und seinen Umsatz um 100 Milliarden Euro gesteigert hat. Leck mich am Arsch, das entspricht Wachstumsraten von 10 respektive 17% oder was. Fassen wir zusammen. Kulturschaffende haben also mehr zur europäischen Wirtschaftsleistung beigetragen als die Automobil-, Telekommunikations-, Hochtechnologie- oder die Pharmabranche, VOG. Mehr als 90% der Unternehmen im Kulturbereich sind übrigens keine seelenlosen Dividendenschleudern mit Steuersitz in Irland, sondern kleine und mittlere Unternehmen. 33% ihrer Erwerbstätigen sind keine Kulturbanausen in Festanstellung, sondern coole, zunehmend existenzbedrängte Freiberufler, die jede nur denkbare Unterstützung verdienen. Die Bundesregierung hat allein der Lufthansa 9 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen rübergeschoben. Außerdem TUI, FTI, irgendwelchen Spinnern mit dem Namen Berge- und Meertouristik, Hamburger Hotelketten und paar Werften in MacPom, deren doofes Geschäft es ist, kreuzfahrende Touristentanker mit eingebauter Schwerölspur zu bauen. Apropos Bauern. Sogar die dämlichen deutschen Autobauern werden mal wieder zuverlässig gestützt. Mit satten 8 Milliarden aus ihren Steuergeldern. Rechnung folgt nach der Wahl. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat derweil das EU-Kulturbudget zwar um irgendwelche grandios klingenden Prozentpunkte erhöht, bringt es aber insgesamt trotzdem nur auf 2,4 Milliarden. 2,4. Für diese Sache mit der europäischen Kultur, für 27 Länder in 7 Jahren, insgesamt alles zusammen, macht für jedes Land geschätzte 13 Mios im Jahr. Zum Vergleich, allein Frankreich investiert jährlich knapp 4 Milliarden in seinen Kultursektor. Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einem ordentlichen EU-Wiederaufbauprogramm für Kulturschaffende und Kreative? Die Fachidioten unter den EU-Nerds werden jetzt sagen, Kultur, schwierig, da hat die EU ja gar keine Kompetenzen. Als hätte das in der EU je eine Rolle gespielt. Pft, Kompetenzen. Als hätte der Mangel an Kompetenz die EU je gehindert, Impfstoffkäufe zu organisieren oder die Troika loszujagen. Zwinker-Smiley. Dass die EU und ihre Staaten sich im vergangenen Jahr jedenfalls entschlossen haben, ausgerechnet den Bereich der Kunst und Kultur für nicht systemrelevant zu erklären,
anders als die Rüstungs-, die Automobil-, die Tourismus-, die Versicherungs-, die Banken- oder jede andere nur denkbare Proletenbranche, sagt eigentlich schon mehr über europäische Werte aus, als man hatte wissen wollen. Deutlicher kann ein Staatswesen nun wirklich nicht zeigen, wo es seine Prioritäten setzt und wo eben nicht. Dass die EU an der Priorisierung vermeintlich produktiverer oder strategisch bedeutenderer Bereiche festhält und der Gesundheitskrise mit dem Kulturbereich nun ausgerechnet eine ihrer ökonomisch potentesten Branchen opfert, zeigt deutlicher als alles andere, was für seelenlose, unkultivierte, kurzsichtige, geistfeindliche, spaßbefreite und wirtschaftsinkompetente Backpfeifen in der EU das Sagen haben. Es gab einmal eine Zeit, da konnten wir uns eine aufgeklärte europäische Gesellschaft vorstellen, in der für so etwas gut frisierte Köpfe gerollt wären. Ist leider schon ziemlich lange her.